Hallo Flirt-Profi, was geht ab? Der Sebi hier aus der Wüste von Israel. Und in diesem Video möchte ich dir mal verraten, wie du zu einem Mann wirst, der anziehend auf Frauen wirkt. Und der von seinem Inneren aus anziehend auf Frauen wirkt. Und wenn du wissen willst, was die genauen Schritte sind, um zu einem Mann zu werden, der quasi auf Autopilot tolle Frauen, nämlich genau die, die er will, in sein Leben zieht, und wissen will, welche drei notwendigen Stufen jeder Mann durchlaufen muss, wirklich jeder, und wenn du wissen willst, an welcher dieser Stufen du jetzt gerade stehst und was dein logischer nächster Schritt ist, dann klick mal unten in der Infobox oder hier oben bei dem i, da kannst du dir meinen kostenlosen Report für dich herunterladen und kannst ja gucken, was du machen musst und wie du es machen kannst. Also check it out there and there. So, erstmal, wie wirst du zu einem Mann, der von sich aus attraktiv auf tolle Frauen wirkt? Und ein Konzept, das ich dir mal an dieser Stelle an die Hand geben möchte, ist das Konzept der Polarität. Polarität, das kennst du von Magneten zum Beispiel. Beim Magneten, da gibt es den Minuspol und den Pluspol. Der Minuspol und der Pluspol, die ziehen sich gegenseitig an. Ja? Und was jetzt quasi der Fall ist, ist, dass wenn du, hier ist eine Fliege, die mich narrisch macht, wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast, du hast noch nicht dass Frauen dich anziehend finden, dann bist du wahrscheinlich noch nicht ein solcher Pol. Dann bist du irgendwo in der Mitte. Und wenn du irgendwo in der Mitte bist, also weder Pluspol noch Minuspol, dann kannst du dir vorstellen, dass die Anziehung entweder nicht sehr stark ist oder dass eigentlich gar keine Anziehung da ist. Weil ein Pol wird immer nur von einem Gegenpol angezogen. Ja? Jetzt ist die Frage, wie wird man ein Pol, wie wird man quasi eine polarisierende Persönlichkeit? Und eine polarisierende Persönlichkeit wirst du, oder so ein solcher Pol, lass uns mal bei dem Wort Pol bleiben, wirst du, wenn du quasi deine, ich sag's jetzt erstmal auf einer anderen Ebene, wenn du deine innere Mitte wiederfindest, wenn du herausfindest, was dich ausmacht, wer du bist, was deine Stärken sind, was du im Leben willst. Und wenn du das alles weißt, dann wirst du zu einer Person, die ihren Weg geht. Und wenn du zu einer Person wirst, die ihren Weg geht, dann wirst du auch zu einer Person, die unabhängig ist, und zu einer Person, die frei ist. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass so eine Person, die ihre eigenen Entscheidungen trifft, die weiß, was sie im Leben will, die stellt einen Pol dar. Die stellt definitiv einen Pol dar. Und dieser Pol, der zieht wiederum andere Pole an. Nicht jeden Pol, weil dann gibt es vielleicht Pole, die genau gleich sind, weil Minus und Minus, die ziehen sich ja nicht an, die stoßen sich eher ab, wenn man es mal auf dieser bildlichen Ebene betrachten möchte. Also es bedeutet nicht, dass du jeden anderen Pol anziehst, aber das bedeutet, dass du grundsätzlich erstmal ein Mensch, ein Pol wirst, der Anziehung ausübt, und dass damit deine Chancen, dass du andere Menschen, nicht nur Frauen, andere Menschen insgesamt in dein Leben ziehst, die sich von dir angezogen fühlen, egal ob im geschäftlichen Bereich oder im Bereich der Liebe, ja, nur dann kannst du das eigentlich erreichen. Das heißt, der Schritt, der ist nicht über irgendwelche Techniken und so. Techniken, und ich habe es in den Videos davor auch schon öfter mal angesprochen, Techniken können dir dabei helfen, ja, so erste Erfolge mit Frauen zu haben und erstmal zu wissen, was du vielleicht grundsätzlich machen kannst. Aber wenn du bei den Techniken stehen bleibst, wenn du bei irgendwelchen Anmachsprüngen, bei irgendwelchen Maschen, bei irgendwelchen, das Typische, was aus dem Pickup kommt, ja, wenn du dabei stehen bleibst, dann wirst du nie zu einem Mann werden, der automatischen Erfolg mit Frauen hat, den Frauen anziehen finden, aufgrund dessen, weil er so ist, wie er ist, weil er einen solchen Pol darstellt. Und deswegen möchte ich dich bitten, wenn du irgendwann mal was vom Pickup gehört hast, schau dir das Ganze an, mach dir meinetwegen dein Bild davon, hol dir ein, zwei Dinge raus, die dir vielleicht am Anfang weiterhelfen, und dann lass den Scheiß einfach sein, weil das bringt dich nur bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht wirklich weiter. Und ich gehe mal davon aus, dass du eigentlich, wenn du den Traum hast, gut im Flirten zu werden, dann denkst du nicht dran, dass du nur dann gut bist, wenn du kurz mal eine Technik anwendest, was auch dich nicht wirklich weiterbringt, weil du innen drin trotzdem noch dieser Mann bist, der vielleicht nicht genau weiß, was er will, sondern ich gehe mal davon aus, dass du zu einem Mann werden möchtest, der, ja, zu einem, ich sage einfach mal übertrieben, zu einem George Clooney, der einfach eine Ausstrahlung hat, der Charisma hat, der Frauen und Menschen automatisch in
sein Leben zieht. Und that's the way for it. Und ich freue mich, wenn du mir für diese Message, die ich dir mitgeben möchte, auch in meinen neuen Videos, meinen Daumen nach oben gibst und einen Kommentar schreibst. Und wie gesagt, wenn du auch meine 3 notwendigen Schritte haben möchtest, die jeder Mann durchlaufen muss, um zu einem solchen Mann zu werden, und wenn du wissen willst, wo du gerade stehst, in welchem Punkt und was dein logischer nächster Schritt ist, den du gehen musst, um zu einem solchen Mann zu werden, check it out unten in der Infobox, hier oben bei dem i. Ich freue mich, dich gleich da auf der anderen Seite zu sehen, vielleicht, wenn du darauf Bock hast. Und ansonsten cool, dass du hier warst. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Sebi aus der Wüste von Israel. Ciao.